Wenn ich groß bin, werde ich Feuerwehrmann. Wenn ich groß bin, werde ich Reiterin. Ich werde nicht groß werden. Und zwar, weil ich Leukämie habe. Und Johnny, wie geht's dir? Der Geist ist zwar willig, aber das Fleisch ist schwach. Er ist ein Pflegekind ohne Zuhause. Seine Mutter starb bei einem Autounfall. Und er ist überzeugt, Gott hat ihn für eine Spezialmission gerettet. Und er ist absolut sicher, dass Gott ihm vor seinem Tod eine liebevolle Familie schenkt. Liebling, irgendwas in dir ist gestorben, als Robbie starb. Und ich will es zurück. Ja, weißt du, er ist ein besonderes Kind, Drew. Sind sie denn nicht alle besonders? Er ist ein wenig besonderer als die meisten. Das zeigt uns nur, dass mit Gott alles möglich ist, weil er uns liebt. Du glaubst wirklich an dieses Gotteszeug, oder? Warum auch nicht? Gott ist wunderbar. Schütze dein Herz vor diesem Kind, Drew. Du hast weiß Gott genug durchgemacht. Vielleicht braucht mein Herz genau das, Mike. Wie wär's, wenn wir ein Waisenkind in Pflege nehmen? Ein Patienten von mir heißt Johnny. Warum willst du einen todkranken Jungen zu uns nach Hause holen? Reicht es denn nicht, ein Kind zu verlieren? Wir werden jetzt deine Taschen packen. Wie kannst du ein todkrankes Kind mit nach Hause bringen? Wir hatten genug Leid! Es ist wohl nicht so toll, dass ich hier bin. Wie wäre es also mit Dad? Aber natürlich. Sehr gern. Nicht nur unser Körper braucht Aufmerksamkeit, weißt du? Auch unsere Seele braucht Zuwendung. Du machst dich kaputt wegen eines Unfalls, der vor so langer Zeit passiert ist. Was ist, wenn ich nicht loslassen kann? Mir hat vorher noch nie jemand von Gott erzählt. Er liebt dich, Mann. Und er ist rund um die Uhr für dich da. Wir alle müssen irgendwann mal gehen, richtig? Ich fürchte ja, Kumpel. Ich bin so stolz, dass du mein Sohn bist.